Lyncht mich, lyncht mich, lyncht mich. Greta hasst diesen Trick. Mein Gehirn ist zu Brei geworden. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Es ist jetzt kurz vor 7 und wie ihr hört, ich bin noch ein bisschen verschlafen. Tag 1 der Diät startet und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit und reporte das ein bisschen. Sowohl für alle, die es interessiert, aber auch vor allem für mich selbst. Viele haben mich gefragt, also nicht die klassische Influencer-Strategie. Mich haben es jetzt wirklich Leute gefragt. Warum überhaupt eine Diät? Ja, gerade im Kraft-3-Kampf-Bereich, ja, fragen halt Leute gerne mal, bist du bescheuert? Warum machst du eine Diät? Ja, nur schwer macht schwer, viel hilft viel und so weiter. Aber man muss ganz klar sagen, ich habe auch so gewiss ein bisschen den Anspruch, auch ein bisschen fit, gesund, athletisch zu sein. Gesund, athletisch, fit, so irgendwelche Begriffe mit komischen Definitionen. Ihr merkt, ich kann auch nicht reden, es ist viel zu früh. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin zu fett geworden. Ich habe das ja schon mal gesagt. Ich habe das ja auch vor dem Insanity angekündigt, dass ich danach eine Diät machen werde. Und ja, jetzt werde ich eben damit starten. Heute Morgen zum Startschuss gab es 105,4 Kilogramm auf der Waage. Auch richtig perfekt. Die ganze letzte Woche durchgehend gewogen. Ich war immer so im Schnitt bei 103,5. Heute Morgen, ich starte in die Diät. Es sind direkt 2 Kilo mehr. Mein Körper liebt mich. Aber gut. Auf die Waage geben wir nicht so viel, es ist nur einfach ein Messinstrument, um die Entwicklung zu sehen. Ich werde eine relativ lange Diät wahrscheinlich machen, mit einem moderaten Defizit, so ist jedenfalls der Plan, um einfach mal zu gucken, wie sich das entwickelt, um natürlich auch möglichst viel Muskeln dabei zu erhalten, möglichst viel Kraft dabei zu erhalten. Das heißt, ich werde so ungefähr mit einem Kaloriendefizit von 200 starten. Liegt jetzt am Anfang so bei ungefähr 2800 Kalorien. Und dann wollen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Erstmal so für 8 Wochen. Dann mal einen kurzen Break machen, gucken, wie es sich entwickelt hat. Und dann sehen wir weiter. Offensichtlich bin ich in der Küche. Und mein Frühstück wird jetzt aus 3 Eiern und ein bisschen griechischen Joghurt mit Whey bestehen. Ich werde so am Tag ungefähr bei 200 Gramm Protein liegen. Und werde so ein bisschen versuchen, meine Diät so ein bisschen vertikal zu gestalten. Das ist ja in letzter Zeit, glaube ich, ein bisschen in Mode gekommen. Ist, glaube ich, ein bisschen hip geworden, sich möglichst weniger Lebensmittel zu bedienen. Von denen man halt weiß, dass man sie A gut verträgt und von denen man halt weiß, dass sie dem Ziel auch sehr, sehr zuträglich sind. Ja, also ich sage jetzt einfach mal, viel Protein, moderat Kohlenhydrate. Wenig Fett. So. Ja, so in der Theorie. Ist nicht so richtig jetzt die Vertical Diet. Also ich esse jetzt nicht nur rotes Fleisch, Reis und keine Ahnung, Möhren, Paprika oder auch nur Gemüse, was irgendwie wenig Gase oder sowas verursacht. Darauf achte ich jetzt nicht. Aber ich esse schon viel Reis. Ich achte darauf, jetzt momentan relativ viel Fleisch zu essen. Lyncht mich, lyncht mich, lyncht mich. Greta hasst diesen Trick. Und relativ viel Gemüse. So. Und dann wollen wir einfach mal gucken, wie es sich entwickelt. Und ich nehme jetzt einfach am Anfang halt Lebensmittel, von denen ich weiß, ich vertrage sie gut. Mit denen komme ich gut klar, sie schmecken mir. Und dann wollen wir mal sehen. Ja, genau. Jetzt gibt es halt 3 Eier. Griechischen Joghurt. Ja, passt jetzt nicht in die Vertical Diet, glaube ich, aber ist mir auch egal. Wie gesagt, ich bin da nicht so strikt. Ich orientiere mich einfach ein bisschen daran. Ja. Ich glaube, heute Mittag mache ich dann nochmal einen kleinen Shot von meinem Mittagessen. Heute Abend wird es das gleiche geben wie heute Mittag. Clever. Und zwischendurch gibt es ein paar kleine Snacks. Ja, so ist der Plan. Snacks, was sind Snacks? Weiß ich gar nicht. Ich werde mir einen Apfel gönnen. Ich werde ein bisschen Beef Jerky dabei haben. Ein Skier-Drink. Solche Sachen halt. Na, easy peasy. Gut, ich würde sagen, ich mache mal schnell die Eier. Und dann frühstücke ich. Wir sehen uns später. So, Frühstück habt ihr gesehen. Jetzt ist es schon
Viertel nach zwei und Meeting ging ein bisschen länger heute. Deswegen jetzt erst Mittagessen. Aber ich mache jetzt Mittagessen und Abendessen koche ich gleich zusammen. Habe ich vorhin ja schon erzählt. Und ich zeige euch, was es gibt. So, hier. Rinderhackfleisch light, 500 Gramm Gemüse. Bester Topf, oder? 250 Gramm Reis. Also, simple as fuck. Und das wird jetzt gebrutzelt, damit gegessen. Und das gleiche gibt es auch heute Abend. Und zwischendurch gibt es noch, wartet. Dim, 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 dim. Einen Skier-Drink für die Protonen. Und Beef Jerky. Ebenfalls für die Protonen. Weil du weißt. Guti. Essen zeige ich euch, wenn es fertig ist. Nabend, da bin ich wieder und jetzt neigt sich der erste Diättag dem Ende und damit auch das Video. Abendessen gab es genauso wie Mittagessen, also Reis mit Gemüse und Hack. Ich habe mich da dem Light-Hack bedient und yes, jetzt gibt es noch ein paar Snacks. Habe ich ja vorhin schon gezeigt, das Beef Jerky, beziehungsweise das habe ich vorhin schon nach dem Training gegessen direkt. Und der Skier-Drink. Und jetzt wollte ich nochmal die gesamten Nährwerte mit euch kommunizieren. Ach ja. Übrigens war ich heute im Training, das erste Training nach dem Insanity. Habe aber nur so ein bisschen Squat, Bench, Deadlift einfach mal durchbewegt. War gut, war entspannt. Ganz leicht, 60, 65%. So. Also, was haben wir denn? Wir haben in Summe 2860 Kalorien. Davon sind 277 Gramm Carbs, 96 Gramm Fette und 209 Gramm Eiweiß. Mit dem Plan werde ich jetzt erstmal so die ersten ein, zwei Wochen lang verfahren und umgehen und dann einfach mal gucken, wie sich das Gewicht eben verhält. Witzigerweise, die letzte Woche vor der Diät habe ich mich schon jeden Tag gewogen und lag bei so durchschnittlich 103,5. Und heute Morgen, als ich dann gestartet habe, beziehungsweise als so der Startschuss gefallen ist für die Diät, war ich dann auf einmal bei 105. Also mein Körper liebt das anscheinend. Durch das ganze Wasser, was ich heute getrunken habe, werde ich dann morgen bestimmt schon wieder bei 103,5 sein oder so. Also ich wiege eigentlich irgendwie so 103,5, keine Ahnung, wieso heute Morgen jetzt 105. Naja, egal. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Übrigens war das jetzt quasi mein erster Full Day of Eating. Ja, jetzt bin ich richtig im YouTube-Game angekommen. Ich wollte ja auch noch ein Booster-Review bringen. Muss ich auch noch machen. Erst dann ist man ein echter Fitness-YouTuber. Ich will gar kein Fitness-YouTuber sein. Aber wenn du ein Booster-Review und ein All-You-Can-Eat, ein Full Day of Eating hast, bist du ein Fitness-YouTuber. Nee, ich glaube, das dritte Kriterium ist, ein Kreatin-Video zu haben. Ja. Full Day of Eating. Was war das andere, was ich eben gesagt habe? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Full Day of Eating, Kreatin-Video. Ich komme nicht drauf. Mein Gehirn ist zu Brei geworden. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.